Ruth und ich sind heute Samstag wieder mal unterwegs. Ich bin wieder hier in Schangnau. Das letzte Mal bin ich ja da unten hochgekommen hier. Und heute gibt es wieder eine Wanderung nach Eckiwil. Diesmal ein bisschen auf einer anderen Strecke. Hier jetzt gerade am Anfang bin ich noch auf dem Wanderweg, wo ich auch schon früher mal gemacht habe. Da geht es jetzt hoch. Und dieser Baum, voll mit Äpfeln. Es wird wieder immer schöner, umso weiter wir hochsteigen, umso schöner ist die Aussicht. So, wir sind beim Hogantblick oben angelangt, das ist ein Altersheim. Und jetzt geht schon wieder ein bisschen runter. Und da ganz unten verläuft die Emme. Eine kleine Brücke. Auch unten hat schon Plastikabfall. Schade. Und jetzt kommen wir schon wieder nach draußen aus dem Wald und haben da eine sehr schöne Aussicht. Ja, da hinten in diesem Tal ist Kemmeribodenbad und da unten sieht man noch die Emme, fast ausgetrocknet. Und das da unten ist die Straße von Schangnau nach Eckiwil. Und die Ruth hat wahrscheinlich auch wieder ein schönes Fotomotiv gefunden. Jetzt geht es hier diese Seite entlang. Sehr schöner Wanderweg, auch für Familien geeignet. Das da vorne ist unser erster Rastplatz mit sehr schöner Aussicht. Ich kenne den schon vom letzten Mal, ich habe da hier auch eine Pause gemacht. Wirklich sehenswert da. Letztes Mal, als ich da war, bin ich hier runter gewandert, Richtung Emme. Da unten ist ja auch die Naturbrücke. Und hier geht jetzt unser Wanderweg geradeaus weiter. Und wie gesagt, unten ist das Rebloch, der bekannte Durchbruch, der momentan gesperrt ist, weil wieder ziemlich viel Schwemmholz den Weg in der Schlucht unten versperrt hat. Und da sind die Schafe im Schatten. Und da vorne kommt noch jemand hoch. Das letzte Mal, wo ich Richtung Schallenberg gewandert bin, bin ich neben diese Scheuer hier oben durchgekommen und musste von dort noch weiter hochsteigen. Und da haben wir jetzt einen ganz tollen Wanderweg
zum Teil im Schatten. Es ist heute doch auch wieder ziemlich heiß. Da vorne kommt wieder eine ganz schöne Stelle. An einer Sandflur entlang noch geht und dann noch eine mächtige. Wow! Da ist jetzt wirklich eine mächtige Sandflur da. Da könnte man notfallmäßig noch übernachten. Und geht da doch ziemlich steil runter zur Emme und drüben wieder hoch. Schaut euch mal diese Umgebung an. Ist das nicht fantastisch? Da vorne, hier, sieht man noch die Straße, die Richtung Schallenberg hochführt. Und der Schallenberg ist hier oben, diese Stelle. Da bin ich das letzte Mal alles hochgekraxelt und dann über diesen ganzen Hang gewandert, Richtung Eckiwil. Jetzt sind Ruth und ich an einem Moosgebiet angelangt. Da ein Hochmoos, was ja in dieser Gegend sehr oft vorkommt. Wir sind da total abgelegen. In einem ganz, ganz schönen Gebiet. Jetzt haben wir die Emme verlassen, das Tal von der Emme, und befinden uns hier im Schopfgraben. Das ist ein Seitental von der Emme. Ein bisschen weiter vorne kommen wir dann wieder an die Emme ran. Und da noch ein Blick in die Berge. So schön da oben. Eine ziemlich hügelige Gegend. Jetzt geht die Wanderstrecke hier alles am Hang entlang. Ein ganz breiter Weg, sehr gut zum Gehen. Und unten geht es doch ziemlich steil das Loch runter. Und hier auf der linken Seite
noch eine kleine Nagelfluh. Wir sind jetzt hier leider oft im Wald, aber das macht ja auch nichts. Es ist wenigstens kühl. Da kommen wir wieder ein bisschen in eine Nagelfluh-Gegend, wo der Weg ein Fluhband überwindet, und da hat sogar noch ein wenig Wasser. Das erstaunt mich. Jetzt macht der Weg wieder einen kleinen Bogen. Jetzt geht es wieder ziemlich steil bergauf durch einen sehr schmalen Weg. Wir sind heute nicht die einzigen Wanderer. Wir haben schon sehr nette andere Wanderer und Wanderinnen getroffen. Es scheint ein bekannter Wanderweg zu sein. Jetzt glaube ich, sind wir dann wieder oben. So dass wir wieder auf der anderen Seite natürlich runter dürfen. So, jetzt haben wir endlich wieder mal ein bisschen einen Aussichtspunkt auf die andere Seite rüber. Und da geht es doch ziemlich wieder am Hang entlang. Aber so schön. Ah, oh, sieht so schön aus da drüben. Und da in das Tal müssen wir noch ganz runter. Wir haben also noch etliche Höhenmeter zu verlieren. Oh, ist doch einfach schön. Und so still. Kein Flugzeug, nichts. Jetzt haben wir den Wald verlassen und kommen schon bald wieder an die Emme. Die Emme fließt hier in diesem Graben durch, da hier unten. Oh, ist einfach schön. Da drüben sieht man schon die Straße, die vom Schangnau nach Eggiwil führt. Jetzt haben wir dann den Talgrund vom Schopfgraben erreicht. Es
war gar nicht so ein schlimmer Abstieg, wie ich zuerst gedacht habe. So, das ist ein Nebental von der Emme. Schaut mal, liebe Wanderinnen und Wanderer, hier stehe ich in einem Bach vom Schopfgraben. Es ist trocken, kein einziges Tröpfchen Wasser ist da drin. Ha, schon noch krass. Jetzt machen wir hier eine Pause in der Mitte vom Bachbett. Da hat es noch eine Schwelle. Und ich kann mir vorstellen, dass ab und zu hier doch ziemlich Wasser fließt. Aber jetzt ist es ganz trocken. Jetzt haben wir die Emme erreicht. Die hat also auch nicht mehr viel Wasser. Und wenn ich denke, beim letzten Unwetter war hier sehr Hochwasser. Man sieht es zum Teil am Rande. Und jetzt schauen wir da noch Emme abwärts. Hier draußen bei diesen Sträuchern da sieht man noch gut, wie hoch das Wasser war. Und jetzt so ein Rinnsal. Jetzt verlassen Ruth und ich die Emme wieder und haben hier den letzten Aufstieg, um Richtung Eckiwil zu gelangen. Wir verlassen jetzt da die Emme und sehen sie für heute nicht mehr. Und da ist auch noch eine große Fluh. Da vorne, wo der Kran steht, sieht man schon unser Etappenziel Eckiwil. Es war heute wieder eine ganz schöne Wanderung hier im Emmental. Sie sehr genossen. Jetzt der letzte Teil war ein bisschen mühsam, weil wir hatten jetzt da keine Naturwege mehr und das finde ich ein bisschen schade. Aber sonst ist es hier wirklich sehr, sehr schön. Ja, da vorne ist schon Eckiwil. Und wir diese kurze Wanderung dann schon abgeschlossen. War nicht so streng. Dafür haben wir es gemütlich mal genommen. Und da hinten sieht man noch die letzten Berge. Ja, und da vorne ist jetzt die Busstation, unser Etappenziel.